Veranstaltung im Rahmen unserer traditionellen Veranstaltungsreihe in der Viola. Es freut mich, hier wieder so zahlreich auch Stammpublikum anzutreten. Ich sehe aber auch viele neue Gesichter, was mich auch sehr freut, und auch Gäste aus Wien, die ich auch ganz herzlich willkommen heißen möchte. Wir haben heute Friedrich Achleitner zu Gast. Er ist nicht unter Anführungszeichen nur Schriftsteller, sondern wie unter seinem Namen hier in der Einladung zu lesen ist, Schriftsteller und Architekt, also eine besonders interessante Kombination. Wir freuen uns auf die Veranstaltung mit ihm und auf die Lesung. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Und wie immer steht mir auch dieses Mal ein Experte zur Seite, der Professor Friedrich Achleitner vorstellen wird. Und auch Professor Dürtinger ist ja Ihnen allen bekannt, da also diese Aufgabe schon öfters bestens wahrgenommen hat, und ich glaube, er hat auch Professor Achleitner schon einmal in Wien bei einer Veranstaltung erlebt, also er ist bestens ausgewiesen für diese Aufgabe. Und wie immer, ich habe schon vorhin mit Ihnen darüber gesprochen, gibt es dann anschließend die Möglichkeit für Fragen und für eine Diskussion. Ich bitte Sie also auch schon jetzt von dieser Möglichkeit dann intensiv Gebrauch zu machen. Bitte sehr, Herr Dr. Würdig, darf Sie um die Einleitung bitten. Ja, also wenn man den Namen Friedrich Achleitner hört, dann kommt den Literaturwissenschaftler sofort eine Bezeichnung zu sehen, und zwar die Wiener Gruppe. Wiener Gruppe, das heißt, also ich habe mich jetzt so vorbereitet, dass ich Sie zuerst also mit der Wiener Gruppe bekannt mache, also was es eigentlich war. Da kommt Friedrich Achleitner natürlich sehr oft vor in Ausführungen, da kurz etwas aus dem Lebenslauf des Schriftstellers, und dann zum Schluss wird er selber etwas über das Buch sagen, aus dem er lesen wird, und kurz auf die letzten Erscheinungen eingehen, also die ich leider noch nicht zur Hand bekommen habe. Wiener Gruppe. Ein Begriff, der mit Begebenheiten auf der Wiener Literaturszene der 50er und frühen 60er Jahre eng in Verbindung steht. Auf einen Atemzug schüttet der Literaturwissenschaftler sofort fünf Namen aus dem Jahr. Achtmann, Jahre 1921, Friedrich Achleitner, Jahre 1930, Gerhard Rühm, Jahre 1930, Konrad Bayer, Jahre 1932, und Oskar Wiener, Jahrgang 1935. Ein kleiner Kreis von Autoren, in dem sich in den Jahren 1952 bis 1964 sehr viel abgespielt hatte. Von dem künstlerischen Protest, der sich im spielerischen Auflösen fester und verfestigter Formen schriftstellerisch manifestierte, bis zu Gesten der Provokation einem offiziell geförderten Literaturbetrieb gegenüber, bis zu der Attacke auf den Geschmack des Bildungsbürgers. Die damals jungen Wiener Poeten beschäftigten sich ebenso wie die Avantgardisten in der Bundesrepublik mit der Herstellung innovatorischer Literatur. Im Gegensatz zu ihnen stützten sie sich aber nicht so eindeutig auf die damals modernen linguistischen, philosophischen und mathematischen Theorien, die die Literatur sehr beeinflussten, sondern beriefen sich auf den poetischen Akt, auf Fantasie, auf ästhetisches Spiel und sprachliche Sensibilität, die sich letztendlich in der Verwendung der Mundart, einer Neuerung, die die Wiener von ihren westdeutschen avantgardistischen Schriftstellerkollegen unterschied. Die Wiener dachten nicht an informationstheoretische Normen. Die sie erfüllen sollen, wohl aber einen Publikum, das sie schockieren und gleichzeitig unterhalten wollten. Aus gemeinsamen Diskussionen entwickelten sich Aktionen und aus den Aktionen Gemeinschaftsarbeiten, in denen der individuelle schöpferische Akt nicht eingeschränkt, wohl aber entmystifiziert wurde. Ein ungewöhnliches Maß von Kooperation mit Malern, Musikern und Literaten ermöglichte es, visuelles, musikalisches und sprachliches zwanglos ineinander zu verschränken.
das Spiel mit Sprache, mit Sprachgebrauch und literarischen Formen überschritt dabei ohne ideologische Anstrengung die innerliterarischen Grenzen und führte bereits in den 50er Jahren zu einer Literatur, die den 10 Jahre später sich anmahnenden Paradigmawechsel von ontologisch-existenzialistischen zu sozial-psychologischen Problemdarstellungen vornahm. Den poetischen Akt, auf den sich die jungen Wiener beriefen, verkündete im April 1953 H.C. Artmann in der sogenannten 8-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes, in der es hieß, ich zitiere: Es gibt einen Satz, der unangreifbar ist, nämlich der, dass man Dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. Vorbedingung ist aber der mehr oder minder geführte Wunsch, poetisch handeln zu wollen. Ende des Zitats. Wie die Situation damals in Wien aussah, wie die Autoren zueinander fanden, was sie verband, davon erfahren wir am besten aus einem Zeugnis, das im Rückblick über die Anfänge oder auf die Anfänge und auf die sich anbahnende Zusammenarbeit und Gemeinschaftsproduktion Konrad Bayer ablegte. Ich werde es zitieren. Ich bin oder besser, ich war ein Mitglied der Wiener Gruppe. Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich aufgelöst. Geblieben sind ein freundschaftlicher Kontakt und eine gelegentliche Zusammenarbeit. Die Gruppe entstand 1952. Damals waren ihre Mitglieder Hans-Karl Artmann, Gerhard Rühm und ich, das heißt Konrad Bayer. Später schlossen sich uns Oswald Wiener und Friedrich Reitner an. Die Periode unserer intensivsten Zusammenarbeit dauerte von 1954 bis 1959. Zu dieser Zeit entstand aus den unterschiedlichsten Kombinationen von Zweien, Dreien oder Vieren von uns eine große Anzahl gemeinsamer Arbeiten. Jedoch begannen auch unsere individuellen Arbeiten einen gemeinsamen Stil zu zeigen. Das war tatsächlich unser Ziel. Zusammen nahmen wir von unterschiedlichen Seiten aus oder gemäß unterschiedlichen Prinzipien dieselben Probleme in Angriff, erprobten formale Möglichkeiten, entdeckten neue Methoden und wendeten sie an. Die Tatsache, dass wirkliche Gemeinschaftsarbeiten produziert werden konnten, und zwar als Teil unseres Programms und nicht nur als gelegentliche Nebenprodukte, dieses Drängen auf Anonymität, diese Selbstauslöschung des Autors zugunsten der Zusammenarbeit. Eine Haltung, die zweifellos auch auf unsere Jugend zurückgeführt werden kann, war ein Hauptmerkmal unserer Gruppe und ich halte es immer noch für eine der wenigen vorstellbaren Begründungen literarischer Zusammenarbeit. Die Wiener Gruppe war nicht so sehr ökonomisch motiviert, sie war vielmehr ein Labor und ein Experimentierfeld. Oswald Wiener legte damals besonderen Wert auf Anonymität und als Ergebnis dessen erschienen unter uns alle Namen, aber ohne genaue Angaben zur spezifischen Autorschaft, unsere Beiträge zu einem möglichen Theater der Zukunft, das in Gestalt von Kabarett-Sketches präsentiert wurde, 58-59, Aufzeichnung von Tatsachen, öffentliche Zerstörungsakte, Aufmerksamkeitsübungen, Bemühungen um ein totales Theater. Unser unterschiedlicher intellektueller Hintergrund förderte die wechselseitigen Einflüsse. Oswald Wiener, Gerhard Rühm und Friedrich Reitner zielten auf ein konstruktives, am Material orientiertes Schreiben. Sie griffen dabei auf den Expressionismus sowie das Bauhaus zurück und nahmen Anregungen aus Wittgensteins Schriften auf. Musikalische Sätze, Reihen, Strukturen, optische Präsentation. Rühm war Musiker und Komponist, Achleitner Architekt, Oswald Wiener Jazzmusiker. Das bezieht sich auf die Jahre 1954 bis 1955, währenddessen Artmann und ich mehr dem Surrealismus, dem Manierismus, der schwarzen Romantik verpflichtet waren, beziehungsweise der französischen Kultur als Ganzer. Zu dieser Zeit mussten wir diese Bewegungen der Vergangenheit bewältigen, um die Vorvergangenheit abzuwehren, die uns zu überwältigen drohte. Jetzt
Kurz was zu unserem heutigen Autor. Friedrich Achleitner ist vom Beruf her Architekt. Nach der Matura an der Höheren Bundesgewerbeschule in Salzburg studierte er 1950 bis 1953 an der Akademie der Bildenden Künste in Wien in der Meisterschule Clemens Holzmeisters, anschließend noch das Bühnenbild in der Meisterschule von Emil Dirchan. Seit 1953 arbeitete er als freischaffender Architekt, seit 1958 dann als freischaffender Schriftsteller, Mitglied der Wiener Gruppe, mit Gunhard Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener, Mitgestalter des literarischen Kabaretts. 1963 erhielt er den Lehrauftrag für Geschichte der Baukonstruktion an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, den er seit 1968 als Professor bis 1983 innehatte. 1983 wurde er zum Vorstand der Lehrkanzel für Geschichte und Theorie der Architektur an der Hochschule für angewandte Kunst ernannt. Daneben betätigte er sich auch als angesehener Architekturkritiker zuerst in der Abendzeitung und dann in der Presse. Neben der Aufsätze zum Beispiel zu Otto Wagen oder Adolf Loos in den 60er Jahren widmete er sich zunehmend wissenschaftlich der österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts. Diese seine Beschäftigung mündete in das monumentale geschichtswissenschaftliche Werk über die österreichische Architektur des 20. Jahrhunderts ein. Dessen erster Band Österreichische Architektur des 20. Jahrhunderts, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, 1980. Zweiter Band Kärnten, Steiermark und Burgenland, 1983. Erster Teil des dritten Bandes Wien, erster bis zwölfter Bezirk, 1990. Und zweiter Teil des dritten Bandes Wien, 13. bis 18. Bezirk, 1995. Alle bei Residenz in Salzburg erschienen. Sein literarisches Schaffen begann in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Wiener Gruppe in den 50er Jahren, wo er zwischen 1957 und 1961 mehrere Titel zu verzeichnen hat. Ich habe sie alle hier, ich würde sie vielleicht nicht alle für Sie aufzählen. Herr Achleitner wird selber jetzt über das schriftliche Schaffen noch reden. Für alle vielleicht Konstellationen 57 bis 58, Dialektgedichte, aus denen er auch vorlesen wird, 1957, Vorbereitung für eine Hinrichtung, Montage mit Weiß, Montage mit Himmel, Der Mann ohne Schnurrbart, Rot-Schweiß-Saulöffel, Der rote Reiter und so weiter und so fort, bis zum Gemeinschaftsarbeiten zur Ecotextra mit Rühm im April 1961. Von den später erschienenen Werken möchte ich hier nur auf den Sammelband Prosa, Konstellationen, Montagen, Dialektgedichte, Studien, der 1970 bei Rowohlt erschienen ist, und auf den Quadratroman 1973 bei Luchterhand hinweisen. Den Sammelband Prosa, Konstellationen wird Herr Achleitner Ihnen selber vorstellen und wird aus ihm auch lesen. So, das wäre vielleicht alles von meiner Seite. Jetzt lassen wir endlich unseren verehrten Gast zu Wort kommen. Danke Ihnen. Ich danke zuerst überhaupt für die Einladung nach Prag. Es freut mich sehr, dass ich bin und lesen kann. Ich danke für die sehr ausführliche und schöne Einleitung. Ich kann Sie eigentlich jetzt nur mehr enttäuschen, also was jetzt kommt. Und ich hätte eine kleine Bitte, kann man das Licht im Saal so machen, dass ich zumindest Ihre Gesichter ein bisschen sehen kann, weil das ist wie im Fernsehen, da man sitzt zwar an der schwarzen Wand und die sagen, oh, wunderbar. Ja, sehr schön, danke. Ja, also ich möchte zuerst einige frühe Arbeiten lesen, die eben aus der Zeit der Wiener Gruppe entstanden sind, zwischen 55 und 58 ungefähr. Die sind alle in diesem Band, in diesem Rowohlt-Band, den es schon lange nicht mehr gibt, Prosa, Konstellationen, Montagen, Dialektgedichte, Studien, 1970 im Rowohlt-Verlag erschienen.
Wir waren ja damals, und einige von Ihnen kennen sicher diese Zeit, also nach 1945, das war ja eine Zeit, in der man ja nicht nur hungrig war, also de facto, sondern auch geistig sehr hungrig war, wo man die Geschichte der Moderne wiederentdeckt hat, wo man die eigenen Väter und Großväter literarisch gesucht hat. Und wir haben uns natürlich damals mit von Stramm bis Schwitters, von den Expressionisten bis zu den Dadaisten und den Surrealisten, das war alles für uns ungeheuer neu. Und da hat H.C. Artmann, der 10 Jahre älter war als wir, eine sehr große Rolle gespielt, weil er uns auf diese Literatur überhaupt aufmerksam gemacht hat. Und dann gab es ein produktives Missverständnis, wie ich heute sagen würde, innerhalb der Gruppe, nämlich, dass man Sprache als Material ansehen kann und mit Sprache, mit gefundener, vorgefundener Sprache, etwa aus Konversationslexika oder aus der Tageszeitung oder eben auch im gesprochenen Dialekt, dass man eben mit diesen Mitteln arbeiten kann. Das war ein Feld der Auseinandersetzung. Und das andere Feld war das, dass wir, nachdem wir auch begonnen haben, damals Wittgenstein zu lesen, für uns die Sprache etwas sehr Sensibles, etwas sehr Suspektes auch war. Und wir der Meinung waren, und ich bin es eigentlich immer noch, obwohl ich jetzt genau das Gegenteil mache, dass die Sprache nicht fähig ist, Wirklichkeit abzubilden, sondern dass die Sprache Wirklichkeiten schafft. Also das war so eine These, über die kann man endlos streiten. Aber das war für uns ein Motor, uns eben voll sozusagen in diese Entdeckungen hineinzuwerfen. Übrigens, wir haben sehr früh schon auch Kontakt nach Prag gesucht. Es freut mich sehr, dass die Bohumiler Krüger-Rohrer und Jerzy Kolasz hier im Raum sind. Das waren sehr früh entdeckte Freunde von uns, die Ähnliches gemacht haben und wo wir uns sehr früh verständigt haben. Und in Prag haben sie auch eine sehr große Tradition, das muss ich ja nicht sagen. Und auch hier ging es, glaube ich, zum Teil um eine Art nicht nur Aufarbeitung der modernen Vergangenheit, sondern auch um eine Fortsetzung. Wir haben dann unterschiedliche Techniken verwendet und eine der Techniken waren die freien und die strengen Montagen. Unter strenger Montage hat man verstanden, Arbeiten, wo nur vorgefundenes Wortmaterial verwendet wird, und zwar unverändert, nur neu kombiniert wird. Eine solche Montage möchte ich eingangs vorlesen. Und dann ein Feld war auch die sogenannte Konstellationen, die dann in die visuelle Poesie übergegangen sind, wo es also darum ging, Wörter sowohl in ihrer Lautgestalt als auch in ihrer Buchstabenfolge und auch in ihrer typografischen Qualität auf der Fläche zu organisieren und damit ganz bestimmte Mitteilungen zu machen. Und aus diesem Bereich möchte ich drei kürzere Arbeiten lesen und dann ein Mittelstück und dann später noch vielleicht ein paar Prosatexte aus der letzten Zeit. Ich überlege jetzt gerade, vielleicht sollte man doch eher mit dem, wenn ich es gleich finde, mit den Montagen beginnen, so zur Einstimmung, mit den Konstellationen beginnen. Das sind nur ein paar wenige, aber sie sind vielleicht typisch für eine Art Übergangssituation vom sehr komprimierten, sehr puristischen Gedicht zur Konstellation. Schritte, Nacht, Schritte, Nacht, Schritte, Schritte. Baum, Bim, Baum, Bim,
Baum, Bim, Bim. Da hat es übrigens eine Art Richtungsstreit gegeben zwischen Gerhard Röhm und mir. Gerhard Röhm war der Meinung, man müsste das mit Baum aufhören. Nicht mit Bim. Also ich war für die Auflösung und Röhm war für das Schließen. Ich weiß nicht, ob da der Musiker Bim mehr durchgeschlagen hat oder nicht. Der Witz ist natürlich ja sehr einfach, weil eben ein Wort Baum, das ein Begriffswort ist, also das einen Begriff darstellt, durch das Bim zu einem eher laut Wort wird. Also Bim, Bam, ne? Also diese Analogie oder diese Assoziation. Bäume, Baum, Baum, Bäume. Ja, ich will schauen, dass ich da. Das war nur so eine kleine Einleitung. Und jetzt eine strenge Montage. Montage mit Weiß. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass dieses Weiß in allen möglichen Situationen gebraucht wird und immer mehr verschmutzt, immer verdächtiger, immer fragwürdiger wird. Das ist eigentlich die Methode, das ist jetzt meine Erklärung nach vielen Jahren. Beim Schreiben war es natürlich nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mit Weiß was machen und arbeite nur so lange, bis es nicht mehr da ist. Also Montage mit Weiß. Die schönste Farbe ist die weiße, weil sie das Gesicht ergötzet und die Zimmer erleuchtet. Viola. Weiß wie Schnee. Weiß gekleidet. Weiß wie Kreide. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Weiße Ameisen, weiße Arme, weiße Farbe, weiße Gamaschen, weiße Hände, weiße Handschuhe, weiße Kohle, weiße Leinwand, weiße Ostern, weiße Strümpfe, weiße Wäsche, weiße Woche, weiße Zähne. Weiß ist die Farbe der Unschuld, der weiße Sonntag, der weiße Sport, der weiße Tod, die weiße Fahne, die weiße Frau, die weiße Garde, die weiße Rasse, die weiße Wand, das weiße Haus, das weiße Kreuz, das weiße Meer. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Er ist ganz weiß im Gesicht. Ein weißes Blatt, ein weißes Kleid, ein weißer Busen, ein weißer Fleck. Er ist ganz weiß im Gesicht. Ein schönes Weiß, ein mattes Weiß, weißes Haar, weiß wie Wachs. Er ist ganz weiß im Gesicht. Er gewann mit Weiß, er verlor mit Weiß. Sie möchte sich weiß waschen. Ja, vielleicht noch eine sogenannte strenge Montage, da gibt es eine Geschichte dazu. Ich habe von einem Freund ein KUK-Exerzierreglement für die Kavallerie geschenkt bekommen.
weil er schon wusste, dass mich dieses Sprachmaterial vielleicht interessieren würde. Es hat mich auch sehr interessiert. Und was mich interessiert hat, war das Unheimliche dieser mechanistischen Sprache. Da werden ja nur Übungen beschrieben, wie man aufs Pferd kommt und was weiß ich. Das ist ein Trainingsprogramm und da hat die Sprache natürlich eine ganz besondere Funktion. Und ich habe... damit eben versucht, eine Montage zu machen. Diese Montage, ich habe sie jetzt im Moment verdeust, heißt Vorbereitungen für eine Hinrichtung. Das heißt, also, allein schon durch den Titel entsteht eine total andere Dimension. Und jetzt kommt die Geschichte. Ich habe die bei dieser ersten Lesung der Wiener Gruppe in der Liliengasse 58 gelesen und da war der Herr Mitter von Dodra im Publikum. Und der hat wahnsinnig gelacht und ich war total irritiert und zerstört, weil ich gedacht habe, man kann doch nicht zu so einem grausamen Text so lachen. Und nachher habe ich gesagt, Herr Dodra, ich bin total kaputt, wieso lachen Sie da so? Ich sagte dann, ja, ich kann jedes Wort auswendig, ich war Kavallerieoffizier und für mich ist das eine, irgendwie eine sehr merkwürdige oder lustige Erinnerung an seine Militärzeit. Also okay, also diese Missverständnisse kann es geben, aber für mich ist der Text relativ eindeutig, sagen wir mal so. Er ist ein bisschen schwer zu lesen und auch ein bisschen schwer, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, aber ich hoffe, Sie werden es durchstehen. Und ich werde nicht so oft sozusagen aussteigen. Also Vorbereitungen für eine Hinrichtung. Beide Fersen werden langsam vom Boden gehoben und dadurch die Schwere des Körpers auf die Zehen und Ballen gebracht. Nach einiger Zeit werden die Fersen wieder langsam gesenkt, dann die Knie langsam geöffnet und so weit gebogen, dass die Oberschenkel mit den Unterschenkeln beinahe rechte Winkel bilden. Die Arme werden mäßig gebogen in die Höhe gestreckt. Der Oberleib bleibt gerade. Hierauf werden die Knie wieder gestreckt und die Fersen gesenkt und die Hände auf die Hüften gelegt. Das gestreckte linke Bein wird so weit als möglich langsam gerade nach vorne gehoben. In dieser Lage einige Augenblicke erhalten, dann wieder niedergesetzt. Hierauf erfolgt dieselbe Bewegung mit dem rechten Bein. Das nach rückwärts erhobene linke Bein beschreibt auswärts nach der entgegengesetzten Seite im raschen Schwunge einen Bogen, dann erfolgt dieselbe Bewegung im rechten Bein, dann wird das linke Knie so hoch gehoben, dass der Oberschenkel eine waagerechte Lage erhält, der Unterschenkel hängt natürlich herab, die Fußspitze wird abwärts gesenkt, nach einiger Zeit wird das linke Bein wieder auf den Boden gesetzt und das rechte Knie erhoben. Das Bein sodann durch einen kräftigen Ruck schräg abwärts ausgestreckt und wieder neben das andere gesetzt. Die Arme werden gerade vorwärts gestreckt, dann beide Knie bis zur Berührung der Brust oder doch über die waagrechte Lage rasch hinaufgeschnellt. Der Niedersprung muss auf die Zehen und Ballen erfolgen. Der linke Arm wird mit geschlossener Faust gerade vorwärts gestreckt, nach rückwärts gesenkt und anfänglich langsam, dann aber rasch und kräftig mehrere Mal in einem vertikalen Kreise an der Seite des Körpers unter mäßiger Vornahme der rechten Schulter geschwungen. Der linke Arm wird zurückgestreckt und die Schwingung in entgegengesetzter Richtung ausgeführt. Beide Arme werden mit geballten Fäusten von den Hüften gerade vorwärts gestoßen, sodass die Fäuste in die Höhe der Schultern zu stehen kommen. Hierauf sind die Arme, ohne sie im Ellbogengelenke zu biegen, in gleicher Höhe nach beiden Seiten rasch und kräftig auseinander und so weit zurückzubringen, dass es die Schultergelenke erlauben. Beide Unterarme werden nahe am Leibe so hoch erhoben, dass der Daumen der geschlossenen Fäuste die Brust nahe bei den Schultern berühren. Die Ellbogen bleiben am Leibe. Dann sind beide Arme in der Höhe und Richtung der Schultern kräftig nach seitwärts zu stoßen. Die geschlossenen Fäuste werden mit abwärts gerichtetem Handrücken unter die Achselhöhlen gebracht.
Die Schultern dürfen dabei nicht gehoben, die Ellbogen dabei nicht vorgenommen werden. Dann werden die Arme rasch und kräftig abwärts gestoßen und mit ausgestreckten Händen beugt sich der Oberkörper bei gestreckten Knien und feststehenden Fersen.